Weiter geht's mit Hearts of Iron 4 und den No Steps Back DLC und wir sind in der Winteroffensive 1944 und die Alliierten sind an verschiedenen Punkten gelandet. Man versucht hier Landungen in der Türkei und das zwingt mich dazu, dass wir ein bisschen unsere Taktik umstellen. Also wie folgt. Wir werden diese Armee, die Spezialtruppe, die werden wir jetzt hier unten lassen und das würde ich tatsächlich auch irgendwann Kaukasus umbenennen. Und die werden, wenn wir das besiegt haben, hier eine Verteidigungslinie einnehmen. Ich möchte einfach sicher gehen, also ich, nicht, dass ich der Türkei nicht vertraue. Ich vertraue der Türkei nicht. Also, wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht, dass die das hier schaffen. Sondern die werden irgendwann hier vorne an der Grenze stehen und dann auch hier den Briten reinfallen. Und wir müssen einfach in der Lage sein, hier mit reinzukommen. Wir brauchen deswegen in meinen Augen auch einen Militärzugang. Dass wir hier einfach jetzt reinkommen. Ja, wir brauchen einfach Unterstützung von denen oder die mit Sicherheit auch von uns, dass wir auch mit den Deutschen hier dann kämpfen können. Und das würde ich tatsächlich dann auch gerne tun an deren Stelle. Dann würde ich nämlich die Armee tatsächlich aufspalten und denen hier helfen. Denn ich glaube, das schaffen die ja leider nicht. Denn wenn er hier über Istanbul kommt, dann ist er verloren. Deswegen, wir gucken, ob wir das hinkriegen. Mit der Versorgung sollte es hoffentlich passen. Und dann gehen wir einfach mal in diese Richtung und dann kriegen wir das hier hin. Wenn wir dann von hier hinten nämlich auch noch kommen, dann glaube ich, sollten wir das doch hoffentlich hinkriegen, diesen Krieg. Okay, nächstes Thema. Ich will eine Division updaten. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Ich hatte mir das hier angeguckt, aber dadurch, dass wir von dieser hier einfach mal mittlerweile 230 Divisionen haben, ist das A, in einem Offensivkrieg schwierig, B, ist das wirtschaftlich auch schwierig. So viel Material können wir gar nicht zusammensammeln. Deswegen will ich anfangen mit Strelkovaja Divizia PZ. Wenn ihr übrigens wisst, wie das ausgesprochen wird, schreibt es gerne in die Kommentare. Es würde mich wirklich, wirklich, ganz ehrlich mal interessieren. Nichtsdestotrotz werden wir die hier updaten und werden denen eine weitere Artillerie geben und auf jeden Fall auch eine Fernmelde-Company. Und dann sind sie bei einer Organisation von 47. Da will ich jetzt tatsächlich nicht weiter drunter kommen. Durchschlagskraft ist an sich okay. Durchbruch ist hier gestiegen. Ich kann es ja nochmal rausnehmen. Wir sind jetzt von 70 auf 77. Ja gut, okay, zumindest ein bisschen gestiegen ist es. Durchschlagskraft ist ein bisschen gefallen, aber im Grunde genommen sieht das hier ganz gut aus. Okay, Gefechtsbreite liegt echt nur bei 18. Okay, das ist echt ein bisschen wenig. Wir könnten noch eine Flugabwehr mit reinmachen. Ah, das machen wir nicht. Nein, das machen wir nicht. Es bleibt so in der Planung, wie es hier geplant ist. Und dann ist das. So, 18er Gefechtsbreite ist natürlich auch nicht so viel. Aber das muss hier in dem Fall jetzt reichen. Gut, nächste Division ist die Kavalleriedivision. Hier sind wir bei einer Gefechtsbreite von 15 und hier würde ich tatsächlich zweimal Kavallerie noch mit hinzufügen. Das kostet uns 5000 Ausrüstung, Gefechtsbreite 19, abspeichern, passt. So, jetzt natürlich auch wieder die Frage, warum machst du da nicht Kopien dann von? Da bin ich kein Freund von, bin ich ganz ehrlich. Ich mag es nicht so viele, selbst das ist mir eigentlich schon fast zu viel hier. Deswegen würde ich langfristig auch gerne die hier auflösen. Aber okay. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir mit denen weitermachen. Jetzt haben wir natürlich einen massiven Verlust an Materialien hier. Gleich, aber das ist okay. So, wir haben jetzt Durchmarschrechte durch die Türkei. Das ist sehr gut. Und wir haben natürlich vergessen, hier vorne dir einen Angriffsbefehl zu geben. Und ich will eigentlich bitte mit dir. Ja, wo gehen wir hin? Er ist ja hier oben und dann möchte ich gerne an die Seite vom Fluss kommen und nach Möglichkeit von dort, dass wir hier die Speerspitze bilden und go. Feuer frei. Okay, gut, dann gucken wir mal, wie sich das verhält, vor allen Dingen, was hier passiert. Und während unsere Truppen hier kämpfen, können wir ihn mal updaten. Ah, Infanterie-Experte ist immer gut. Das finde ich immer sinnvoll. So, kein Schiff versenkt. Okay, ist nicht so schlimm. Leibwacht widerrufen. Das wiederum ist doof. Leibwacht widerrufen ist immer doof. Die Türkei liefert ein Investmentportfolio. Zeitablauf. Genau, da können wir uns auch mal drum kümmern, dass wir mal schauen, Befehl
272 gibt. Mobilisierungsgeschwindigkeit erhöht Verteidigung in Kerngebieten. Nee, das machen wir noch nicht. Das machen wir erst, wenn wir es wirklich brauchen. Strafbataillone ausheben. Mehr Kanonenfutter. Ja, ich meine, warum nicht? Was soll's, können wir mal machen, ne? Kostet uns ja nichts, außer ein paar politische Punkte. Und die Agitationspropaganda ist wieder fertig. Wir hätten Transport der Brüder der Roten Armee. Baugeschwindigkeit Nachschubknoten erhöht. Das könnte man tatsächlich jetzt mal ausnutzen. Das wäre in der Tat nicht schlecht. Dann versuchen wir das mal. Da bitte. Jeder Schlag mit dem Hammer trifft den Feind. Fabrikleistung. Machen wir. Das ist auch gut. So. Die Sachen sehen, denke ich mal, ganz gut aus. Kriegspropaganda gegen Japan, Italien hätte ich gerne. Das wird die Kriegsunterstützung ein bisschen erhöhen, obwohl wir sind ja schon bei 100%. Frauen in der Arbeiterschaft, was bringt uns das? Rekrutierbare Bevölkerung erhöht, Stabilität minus 5% machen wir nicht. Ich will hier nicht die Stabilität verringern. Nee, dann passt es. Okay, dann können wir tatsächlich noch mal schauen, ob wir noch einen Konstrukteur uns reinholen oder ob wir hier noch jemanden haben, der uns was bringt. Zuverlässigkeit der Einheit plus 15% Züge. Das finde ich auch uninteressant. Kriegsziele rechtfertigen, politischer Machtzuwachs. Weiß ich nicht. Also ich muss jetzt nicht auf Teufel komm raus was reinsetzen. Was haben wir hier? Forschung bei Raketen, Luftdoktrin, Doktrin bei Flotte, Schlachtfeldunterstützung. Das bringt mir jetzt auch nicht so viel. Wir gucken hier mal. Forschungsgeschwindigkeit, Elektronik, da arbeiten wir so und so, sind wir so und so fertig. Fabrik für Konsumgüter minus 2%. Dann nehmen wir tatsächlich den hier. Das bringt uns nochmal ein bisschen was. Okay. Die Armeegruppe Süd der Deutschen ist tatsächlich relativ stark. Das muss man mal sagen. Das überrascht mich jetzt ein bisschen, aber okay. Gut, dann schauen wir mal, dass wir hier tatsächlich noch vorankommen. Wie sieht es hier aus? Ach, schau. Hier vor. Oh, was sehen meine müden Augen? Das wäre ja schön, wenn das hier passt. Wenn das hier klappt. Und hier wird. Oh, ja! Leute, sie sind gelandet neben dem Hafen. Ich hoffe mal, sie haben einen mobilen Hafen dabei. Das können wir leider nicht sehen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Hier vorne sind sie auf dem Vormarsch. Wie sieht es in Afrika aus? Allgemein ganz gut. Und jetzt der wichtigste Blick nach Japan. Hier geht es nicht weiter voran. Hier Gott sei Dank auch nicht. Aber die Insel haben sie fast. Die auch. Ja, und auch hier kommen Angriffe, Gegenangriffe. Na, mal gucken. Und hier, ich hoffe, oh, guckt euch das an, wir sind hier fast durch. Sehr schön. Das wäre super, wenn wir uns die Provinz hier holen. Versuchen mal, dass wir da mal angreifen. Dann haben wir hier einen Kessel geschaffen mit ziemlich vielen Truppen. 150.000 Truppen stehen dann hier im Kessel drin. Das würde mich doch durchaus freuen. Okay, jetzt müssen wir auch mal schauen, dass wir von der Armeegruppe Süd-Mittel... Das seid ihr, dass wir den Befehl hier nochmal neu malen. Und ich würde tatsächlich... Was ist das? Zusätzlicher Nachschub? Nein, brauchen wir nicht. Ich würde tatsächlich einen Armeeangriff über Minsk und Warschau nehmen. Ich würde gerne nach Berlin. Und dazu würde ich tatsächlich gerne mit der Armee hier über Warschau, hier lang... Ja, das finde ich gut. Ja, das können wir so machen. Das ist okay. Gut. Gleich weiter. Und jetzt können wir nochmal schauen, ob wir, wenn wir schon dabei sind, dass wir uns nochmal die Verbesserung hier holen. Organisator, Verstärkungschance. Ja. Ich glaube, das ist für einen Offensivangriff gerade sehr praktisch, dass wir uns den Organisator-Perk holen. Er kann noch was nehmen. Infanterie-Experte ist immer gut. In unserer Armee, wo wir relativ wenig gepanzerte Fahrzeuge haben. Und kommen wir da rein? Nee, schade.
Okay, wieder ein Flugzeug abgeschossen. Also ich muss ja ehrlich sagen, dieser Bogen hält sich hier tapfer, ne? Also hier ist echt, hier ist kein Durchkommen. Das ist ja unglaublich. Vielleicht sollten wir mal gucken, dass wir mit den Flugzeugen hier unterstützen. Ja, wir haben aber auch Probleme beim Transport. Wir werden das mal so machen, dass wir hier vorne... noch was bauen. Vielleicht bringt uns das ein bisschen was. Mal gucken. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Wir ziehen das mal vor. Und die Sachen sind ja jetzt irgendwie so ziemlich sinnlos geworden. Weil wir hier jetzt in einer relativ guten Vorwärtsbewegung sind. Obwohl, was heißt sinnlos? Das stimmt nicht. Noch haben wir nicht gewonnen. Die werden uns auf jeden Fall helfen da unten. Okay. Also, ein Blick hier rein. Das sieht grausig aus. Das auch. Das auch. Das sieht alles nicht gut aus. Philipp Golikow wurde verwundet. Wir werden also gleich auch mal die Sachen einmal stoppen müssen. Panzermaterialfabriken verschmelzen. Da bin ich mal gespannt, was uns das bringt. Da schauen wir tatsächlich mal rein. So, haben wir neue... Wir sind bei 159. Haben wir alles voll. Mittleres Chassis. Artillerie wird produziert. Ich denke, wir werden noch mal zwei weitere Fabriken in dem Bereich setzen. Bei der Ausrüstung, wenn wir da welche bekommen. Da sind wir auch bald an der Produktionsobergrenze angelangt. Okay. Haben wir noch eine Möglichkeit, die Produktionsobergrenze zu steigern? Tatsächlich. Ja, dass die Produktionsleistung... Ah, Produktionsleistung bringt uns nicht so viel. Produktionsobergrenze wäre wichtiger. Kampf im Pazifik könnte man machen. In Leningrad Schiffswerftflug, Abwehrgeschütz, Küstenbefestigung, Radarstation. Murmansk Flugabwehrgeschütz. Wenn ich ehrlich bin, würde ich gerne mal in diesen Bereich hier gehen. Was bringt Flugzeugproduktion erhöhen? Forschungsbonus. Wir machen mal das hier. In Leningrad. Dass wir Leningrad hier ein bisschen besser befestigen. Das wäre mir tatsächlich doch mal wichtig. Und wir werden tatsächlich hier unten den Angriff der Armeegruppe Süd zumindest von der Seite aus einstellen. Das macht, glaube ich, keinen großen Sinn. Aber wir sind durchaus gut vorangekommen. Und hier haben wir nicht eine einzige Provinz erobert. Das ist schon ein bisschen peinlich. Marx Ritter wurde verwundet. Okay. So, hier oben. Oh nein. Sie sind zwar hier gelandet, aber sie haben hier und hier unten noch nicht. Aber hier alles zurückgeworfen fast. Oh Mann, Leute. Was machen die Deutschen denn da? Beziehungsweise die Alliierten. So, ein Flottenereignis hier unten. Ein weiterer Konvoi zerstört. Ich hoffe echt, dass wir... Jetzt sind die auch da unten gelandet. Das ist natürlich nicht gut. Ich hoffe mal, dass wir zumindest das Thema hier erledigen können. Da sind wir auch weiter auf dem Vormarsch. Mir macht hier die Armeegruppe Süd tatsächlich ein bisschen Sorgen. Und wir sind bei 21.000 Infanterieausrüstung. Was haben wir hier? Nicht genügend Mannstärke. Ja, wir sind bei 6,3 Millionen. Ja, wir brauchen mehr Infanterieausrüstung. Wir müssen wahrscheinlich gleich unsere Offensivkampf mal einstellen, weil uns die Infanterieausrüstung ausgeht. Wir erforschen mal die nächste Fernmeldekompanie. Das bringt uns mehr Initiative für ein paar Truppen. Wir fragen nochmal die Amerikaner, vielleicht haben die ja noch was. Aber wir erhalten monatlich schon 15.000. Wie sieht es mit den anderen aus? Vielleicht ja Portugal. Vielleicht haben die noch was. Nee. Ich vermute nicht, aber wir fragen mal. Nee. Dann gucken wir mal.
Ja, das sieht ein bisschen ärgerlich aus, wenn ich ehrlich bin. Wir müssen hier so viel Boden gut machen, wie es geht. Aber die Offensiven kommen schon ins Stocken. Wir fragen mal China, aber die werden auch nichts haben. Nee. Indien vielleicht? Nee. Tja, das sieht nicht. Das sieht zumindest, was die Front angeht, nicht so schön aus. Wir müssten hier. Müssen wir mal schauen. Wir haben schwere Panzer auf Lager, mittlere Panzer. Flak produzieren wir genügend. Artillerie auch nicht mehr sehr viele. Wir haben einfach nicht genügend Fabriken. Wir brauchen in meinen Augen noch mehr Infanteriefabriken. Tja. Wir müssten noch mehr Schiffe. Quatsch. Noch andere Züge bauen. Das werden wir auch mal umrüsten hier. Da können wir den guten Zug ruhig bauen. Und wir sind hier mittlerweile. Ja, wir müssen die Armeegruppe Mittel mal stoppen. Und er sagt immer noch, dass wir noch gut dabei sind. Nee, wir werden jetzt hier mal eine Pause machen. Kurz vorm Sommer. Und die Nordgruppe lassen wir noch weiter kämpfen. Gucken wir mal, dass wir hier diesen Bogen schließen. Das wäre super. Und die Armeegruppe Mittel, die muss einfach. Wir müssen das jetzt mal alles stehen lassen hier. Wir brauchen tatsächlich jetzt erstmal etwas mehr Munition. Und wir müssen hier auch weiter kämpfen. Und ich würde tatsächlich überlegen, dass wir die hier, diese 21, dass wir da kämpfen lassen. Vielleicht klappt das ja. Und wir haben da nämlich weitere Divisionen. Die können wir damit reinpacken. Das eine zu viel. Dann kommst du Strafdivision. Die kommst da unten in die Spezialtruppe da unten hin. Okay, gut. Schauen wir mal, dass wir das hinkriegen. Hier sind auch zwei weitere Divisionen. Die können tatsächlich hier mit rein. Das finde ich gut. Die verstärken den Bereich. Und da ist... Nein, wir haben eine Eisenbahnbatterie. Oh, wie cool ist das denn? Dann bringen wir die Eisenbahnbatterie ebenfalls... Können wir die hier einfach an die Front schaffen? Hier hin? So, wir müssen die zuweisen. Ich würde die gerne hier ihm zuweisen. Denn er braucht jetzt eindeutig ein paar mehr Truppen, dass er hier weiter in die Offensive geht. Und wir müssen halt auch hier jetzt hinkommen. 32 Tage soll das wieder ausgeglichen sein. Gucken wir mal. Und dann machen wir, ich denke, Mitte, Ende 44 die nächste Offensive. Und wir hoffen mal, dass es hier soweit gut geht. Wir sind ja tatsächlich sehr gut vorangekommen. Die Armeegruppe Süd, das macht mir noch ein bisschen Sorge. Denn hier sammelt er jetzt wieder Truppen. Beziehungsweise ist unklar, was er da macht. Er zieht welche ab, ne? Er zieht die in den Norden. Ja, dann gucken wir mal. Hier hinten, denke ich, das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir hier durch sind. Wir versuchen nochmal einen Angriff auf den Bereich hier. Sehr schön. Das bringt uns mehr eine Schiffswerft, Flugabwehrgeschütze und Küstenbefestigung. Und wenn die Technologie Funkortung erforscht wurde, ein Radargeschütz im Norden. Das ist nicht so interessant. VK der Marine. Jetzt nehmen wir das mal weg. Organisation der Partisanen. Wir machen mal... Ah, das ist... Es ist schwierig. Es ist echt schwierig. Ich würde tatsächlich jetzt mal langsam in Stalins Personenkultrichtung gehen. Dass wir wirklich mal jetzt uns noch ein bisschen politische Macht sichern. Die können wir durchaus auch gebrauchen. Und dann werden wir mal schauen, dass wir hier einen weiteren Konstrukteur uns holen. Was brauchen wir? Artillerie, Infanterieausrüstung. Wenn dann würde ich tatsächlich bald mal in Richtung der Raketen gehen. Und hier produzieren wir bitte... Also du kommst raus. Und da setzen wir alles in weitere U-Boote. So, Doktrin ist verfügbar. Für die Luftwaffe. Das können wir uns auch noch holen. Das ist die letzte Luftwaffendoktrin. Dann haben wir hier auch alles durch. Sehr gut. So, jetzt geht er hier zum Gegenangriff über. Aber ich hoffe mal, dass wir das hier hinkriegen. Hier sind natürlich auch sehr schwache... Oh, hier sind sehr schwache Verbände gerade. Ja, ist klar.
dass er das ausnutzt. China beansprucht Indochina. Dass er das ausnutzt, war irgendwie klar. Ja, sollen sie das machen. Okay. So, wie sieht es ansonsten hier unten aus? Italien ist da gelandet, da vorne. Okay, also da ist... wir müssen tatsächlich die Armee hier an der Grenze stehen lassen. Da glaube ich... ich glaube, das geht hier sonst nicht gut aus. So, sind unsere Produktionen da durch? Ja, zum Teil. Hier oben sehen wir jetzt übrigens schon, dass... das ist jetzt wirklich mal ein schöner Moment, dass das hier echt massiv was gebracht hat hier in dem Bereich. Ich denke, er hier wird auch noch was bringen. Und der hier unten, wenn er denn fertig ist, wird hier auch was bringen. Dann haben wir hier in diesem Bereich auch eine wesentlich bessere Versorgung und auch eine wesentlich bessere Truppenstärke, weil wir einfach, ja, es wird einfach besser laufen, muss man sagen. Okay, ein Flugzeug versenkt. Das ist nicht so schlimm. Und er geht jetzt hier zum Gegenangriff über. Das sieht alles gut aus hier vorne. Ja, was wird denn das jetzt hier? So ein Katz-und-Maus-Spiel oder was? Naja, okay. So, nicht zugewiesene Division. Wir haben noch eine. Wir verstärken mal Stückchen für Stückchen die Armeegruppe Mittel. Die müssten wir auch mal... die brauchen auch ein bisschen was. Wir sind immer noch bei 22.000. Verbesserte Infanterieausrüstung. Sehr gut. Dann erforschen wir jetzt die Nachtsicht. Ein Flugzeug, okay, das kennen wir mittlerweile schon. Und hier oben kommt es jetzt ein bisschen ins Stocken. Wie sieht es hier aus an der Front? Ja, man kann sich noch ein bisschen halten. Man ist jetzt hier an drei Fronten unterwegs. Das ist gut für uns. Man merkt halt, dass er wirklich hier Truppen abgezogen hat. Und wir müssen jetzt erstmal das Thema Infanterieausrüstung in den Griff kriegen. Und wenn wir das haben, dann kommt der Rest. Wie sieht es bei den Panzern aus? Ah, wir können aber auch nirgends was abziehen. LKWs sind wir mittlerweile im Minus. Wir könnten überlegen, ob wir tatsächlich von der Artillerie einen abziehen. Das machen wir auch. Wir ziehen ein Stack der Artillerie ab und bringen das bitte hier oben in die Waffen rein. Das ist ein wichtiger Moment. Da müssen wir echt mal zusehen, dass die hier endlich mal an den Rand kommen, neue Fabriken zu produzieren. Aber wir bauen halt gerade die Versorgungsknoten. Das ist auch wichtig. So, das erhöht die Forschungsgeschwindigkeit und wir machen bitte mit dem Radar weiter. Okay, hier haben wir eine Radarstation, die ist ein bisschen weit weg. Das bringt uns hier nicht ganz so viel. Zumindest ein bisschen was. Okay, da oben wird die Offensive ein bisschen, gerät sie ein bisschen ins Stocken. Dann haben wir jetzt einmal Zeit, Guerillakämpfer. Ja, das finde ich gut, den nehmen wir. Okay, jetzt können wir tatsächlich nochmal schauen, ob wir hier oben die richtigen Leute drin haben. Wir haben nämlich einmal ihn hier. Er bringt uns Angriff plus 10% und Verteidigung. Wir schauen mal, wen wir noch haben. Wir haben tatsächlich... ja, nicht so viele. Wir könnten eventuell motorisierte Infanterie, mechanischer Angriff. Das bringt nicht so viel. Feindliche Luftunterstützung minus 10%, Armeeerfahrung 0,9. Das ist Ivan Konev. Was bringt er? Er erhöht die Moral. Dann würde ich ihn tatsächlich gegen Lev Dovator austauschen. Dass wir ein bisschen mehr für die Panzer machen, das wäre ganz gut. Bei ihm haben wir noch nichts und er geht jetzt hier auf breiter Front zum Gegenangriff über. Ich hoffe mal, dass unsere Fronten halten werden. Wir werden mit der Armeegruppe Süd tatsächlich auch weiterstoßen. Wir gehen hier weiter zum Angriff, damit wir ihn hier fordern, hier tatsächlich die Sachen abzuziehen. So, hier oben ist er im Kampf. Hier wird überall gekämpft. Italien wäre gut, wenn sie das rausnehmen würden. Hier sind wir immer noch nicht mit weiter. Wir gehen mal damit zur Unterstützung mit rein.
Stalins Personenkult ist fertig. Sehr schön. So, also. Kriegsziele rechtfertigen, politische Machtzuwachs ist nicht so wichtig. Basisstabilität, das wäre gut. Wir haben nämlich nur noch 90%. Ich würde tatsächlich die Basisstabilität nehmen. Der treue Diener Lenins. Gucken wir mal, dass uns das ein bisschen was bringt. Hier sind wir jetzt tatsächlich auch im Vormarsch. Das zwingt ihn auch dazu, dass er hier vorne ein bisschen was abziehen muss. Und wir müssen halt gucken, dass wir da weiterkommen. Ich könnte die Amerikaner nochmal fragen. Aber die liefern uns schon was im Monat. Die Vereinigten Staaten verfügen über 0 der 8 benötigten Konvois. Na toll. Für den Handel und Nachschub 896. Wir müssen echt mehr Konvois produzieren. Das ist ja der Wahnsinn. Echt, wir müssen echt mehr Konvois produzieren. Okay. Dann produzieren wir mehr Konvois. Damit hätte ich ja jetzt nicht gerechnet. Aber gut, klar, für so viel Material brauchen wir natürlich auch die notwendigen Konvois. So, hier vorne geht es auch wieder voran. Vielleicht können wir sogar... Haben wir hier eine Panzerdivision? Nee. Es wäre natürlich schön, wenn wir hier in Richtung Riga vorstoßen könnten. Wann kommen denn die nächsten Panzerdivisionen? Sind die schon bereit? Nee, die sind noch nicht voll ausgerüstet. Das braucht noch. Die Chiffre ist entschlüsselt. Das ist gut. Das heben wir uns nochmal ein bisschen auf. Oder? Nee. Wir gehen da jetzt mit drauf. Ja, wir aktivieren das. Und dann gucken wir uns jetzt zum Schluss tatsächlich nochmal die Daten vom Deutschen Reich an, damit wir da mal einen Überblick haben. Sie sind bei 210 Militärfabriken. Sie haben knappe 50 mehr als wir. Sie produzieren aber immer noch mit 40 für Flugzeugen und nur 12 für Panzer. Also wir produzieren mehr Panzer als sie. Das muss man mal ganz klar sagen. Wir sind mittlerweile schon bei... Na, Heidwitzka. Na, es geht. Das sind hier 15, 25. Also 25 Fabriken produzieren wir Panzer. Und wir sind ja trotzdem noch in den Miesen. Vielleicht sollten wir wirklich mehr Infanterieausrüstung produzieren. Das wäre wahrscheinlich ein guter Punkt. Aber das ist interessant. 186 Zivilfabriken, die so rumwimpeln. Okay. Wie sieht es mit seiner Infanterievorlage aus? Er hat noch nicht weiter upgedatet. Er ist bei 5. Mittlere Panzer bringt 5 mittlere. Leichte und mittlere Panzer, das sind also nach wie vor nicht so viele. Also 5 mittlere Panzer und 4 motorisierte Infanterie ist mit drin. Mhm. Das ist irgendwas anderes. Er hat noch 3 Millionen Mann. Wie sieht es in seinem Lager aus? Okay, auch nicht besser als bei uns. Also er hat auch überhaupt nichts auf Lager. Ja, also er hat auch genauso wie wir gar nichts. Überhaupt gar nichts. Er hat noch ein paar alte Panzer, 300 Stück, irgendwo rumstehen, aber und ein paar Flugzeuge hat er. Aber ansonsten nichts. Okay, das ist gut. Schiffe interessieren mich nicht. Flugzeuge werden weniger. Nee, wir sind bei letztes Mal beim 4000 gewesen. Nee, sie sind sogar ein bisschen mehr geworden. Aber das ist grundsätzlich gut. Das heißt, er hat genauso Probleme wie wir. Wir sollten als Reaktion darauf tatsächlich... den ein Stack hier unten von den leichten Panzern wegnehmen und jetzt wirklich mehr von der Infanterieausrüstung hier produzieren, dass wir das jetzt erstmal voll machen. Die will ich auf keinen Fall reduzieren. Das ist eine Infanterieausrüstung, die ist okay. Das ist so dieser 41er, damit kann man leben. Und das ist für mich wirklich der Punkt. Da produzieren wir 700 Stück von. Und hier muss erstmal die Produktionsobergrenze steigen. Okay, gut. Wenn das nicht klappt, dann ziehen wir noch mehr von den Panzern ab. Und dann sollten wir auch, was die Infanterieausrüstung angeht, besser vorankommen. Ihr Lieben, morgen geht's weiter. Macht's gut. Bis morgen. Euer Strategiener. Ciao, ciao.